Lust zu farmen? Dann hol dir jetzt Gold, Items, Accounts oder Leveling für dein Lieblings-MMO. No Work, Just Fun with Randy Run. Und damit begrüße ich euch zu einem weiteren kurzen Heroes of the Storm Beginner Guide hier von MMOZone. In den folgenden Minuten stelle ich euch die Eigenschaft, Talente und Fähigkeiten von Sylvanas vor. Und anschließend präsentiere ich euch noch ein Talentbild, mit dem ihr zu Beginn gut zurechtkommen werdet. Hier auf der linken Seite seht ihr einmal ihre Werte ab Stufe 20 ohne irgendwelche gewählten Talente. Und ich denke, wir beginnen jetzt einfach mal direkt mit ihren Fähigkeiten auf Q. Befindet sich vernichtendes Feuer, das hat 5 Aufladungen. Wir fügen dem nächstgelegenen Gegner dabei hier auf Stufe 20 85 Schadenspunkte zu. Das Ziel, was ihr trefft, seht ihr immer an einem lilanen Marker. Dabei werden Helden priorisiert. Ihr seht, ich treffe hier Arthas, wenn ich weiter weg bin, einfach einen Diener. Und ihr haltet alle 2 Sekunden eine Aufladung dazu. Zusätzlich durch Diener, die in der Nähe sterben, eine durch Helden 3. Auf W befindet sich Schattendolch. Es fügt dem Ziel Schaden zu, springt dann weiter auf nahegelegene Gegner und tickt dann auch auf allen anderen als dort weiter. Hier läuft Arthas noch dazu, springt auch noch auf ihn über. Werden wir die später mit Talenten noch verbessern. Auf E befindet sich die Welle der Heimsuchung. Dabei fügt ihr Gegner in diesem Bereich hier Schaden zu. Wenn ihr ein zweites Mal E drückt, teleportiert ihr euch an den aktuellen Ort der Banshees. Diese Fähigkeit könnt ihr offensiv, aber auch defensiv wirklich sehr gut verwenden. Dann kommen wir einmal zur Eigenschaft von Sylvanas, das ist der schwarze Pfeil. Dadurch werden Diener, Söldner und Gebäude, die durch ihre automatischen Angriffe oder Fähigkeiten getroffen werden, eine Sekunde lang betäubt. Dadurch könnt ihr halt wie hier Türme komplett außer Gefecht setzen, wenn ihr euch gut positioniert, sogar in Verbindung mit Q, dann einfach mal 2 Türme ausschalten. Diese Eigenschaft macht Sylvanas als Spezialist wirklich sehr, sehr stark. Sie kann auch einfach mal dadurch Frontbrechercamps oder Belagerungscamps wirklich sehr schnell solo machen, ohne jeglichen Schaden zu erleiden. Die Eigenschaft funktioniert natürlich auch gegen Force, allerdings nicht gegen die Zitadelle des Gegners. Wir gehen einmal auf den Talentbild jetzt ein, den ich hier gewählt habe. Eins empfehle ich euch hier Lauffeuer, damit erhöht ihr die Reichweite von vernichtendes Feuer um 25%. Alternativ wäre hier noch der Stachelpfeil eventuell zu empfehlen, um halt Belagerungen oder Frontbrechercamps ziemlich schnell zu machen. Auf 4 wählen wir hier Vergiften. Das ist wieder ein Dot über 5 Sekunden, der gegnerischen Helden dann Schaden zufügt. Ist einfach nochmal ein zusätzlicher Burst. Ist wirklich sehr, sehr stark. Ich zeige euch das jetzt hier einfach nochmal auf Arthas. Ihr seht, wie er langsam einfach runtertickt an diesem Gift. Auf Level 7 empfehle ich euch jetzt Lebensabsauger. Damit wird Schattendolch sozusagen verstärkt und wir halten Leben, wenn es auf Dienern oder Helden tickt. Alternativ wäre vielleicht noch instabiles Gift oder auch erbarmungslos zu empfehlen. Jetzt in diesem Bild habe ich wirklich Lebensabsauger gewählt. Vor allem, wenn ihr jetzt hier ohne Healer unterwegs sein solltet, wirklich hier sehr zu empfehlen. Wenn ihr hier dann Schattendolch auf mehrere Gegner wirkt, seht ihr, wie euch einfach mit 80 hier pro Tick dann wieder hochheilt. Als heroische Fähigkeit wählen wir hier den klagenden Pfeil. Dieser verursacht Schaden und bringt Diener 2,5 Sekunden lang zum Schweigen. Den werden wir mit unserem 20er Talent dann noch verstärken. Ist wirklich um einiges sehr viel stärker als jetzt Besessenheit. Der Pfeil explodiert normalerweise erst, wenn er die maximale Flugweite erreicht hat. Könnt allerdings auch einfach ein zweites Mal R drücken und er explodiert dann direkt. Steht jemand, so wie Arthas hier vor euch, könnt ihr auch sofort wieder R drücken und er wird getroffen und zum Schweigen gebracht. Beim Level 13 Talent kommt es eigentlich auch ein bisschen auf die gegnerische Heldenwahl drauf an. Jetzt hier in diesem Beginnerbild habe ich einfach mal Splitterschuss gewählt. Damit trefft ihr ein weiteres Ziel mit eurem Q. Ist vor allem auch sehr gut, wenn ihr solo dann mal so ein Frontbrecher-Camp macht mit Rittern. Denn diese könnt ihr somit fast komplett außer Gefecht setzen und erleidet gar keinen Schaden, wenn ihr euch richtig positioniert. Mit Level 16 haben wir 2 sehr starke Talente, einmal Todeshauch oder auch Blut für Blut. Ich habe mich jetzt hier für Blut für Blut entschieden. Mit mehreren Helden zusammen, die Blut für Blut auf den gegnerischen Helden wirken, könnt ihr diesen innerhalb von wenigen Sekunden direkt töten. Die zusätzliche Heilung durch dieses Talent ist auch nicht zu unterschätzen.
Stufe 20 verstärken wir dann nochmal unseren klagenden Pfeil. Im Zentrum erleiden Diener dann nochmal 50% mehr Schaden und werden 5 Sekunden zum Schweigen gebracht. Als alternatives Talent würde ich euch hier Blitzschlag des Sturms empfehlen. Ist für zusätzliche Mobilität wirklich sehr gut und auch gegen einige Helden offensiv oder defensiv sehr stark. Ich zeige euch das Ganze jetzt nochmal mit unseren Talenten, wie das aussieht. Denkt immer daran, wenn Diener sterben, werden wir Aufladung von vernichtendes Feuer haben. Von daher das immer wirklich früh nutzen und ihr könnt die Taste eigentlich nebenbei noch halten. Das wird zum Schweigen gebracht. Ihr seht, der dottet hier am Gift nochmal runter und ihr könnt ihn ziemlich schnell vernichten. Force können wir natürlich durch unsere Eigenschaft auch komplett außer Gefecht setzen und mit Banshees könnt ihr wirklich auch wunderbar durch Hindernisse durchteleportieren, um auch somit oft dann einfach vor Gegnern zu entkommen. Ja, ansonsten war es das dann noch eigentlich schon. In der Videobeschreibung unten findet ihr noch einen Link zu unserem schriftlichen Teil des Guides. Dort findet ihr auch noch einmal den vorgestellten Talentbild. Ansonsten bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Hoffe, ich konnte euch hier ein bisschen Sylvanas näher bringen. Macht's gut.